Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Edition. Wir sind hier vor diesem Relaxo stehen geblieben und wollen uns das fangen. Ich habe aber nochmal überlegt, wir werden... Sollen wir neue Bälle kaufen? Jetzt fliegen wir mit Glurak einfach mal nach Prismania City, wo das Einkaufszentrum ist. Da müsste man ja eigentlich alle Bälle kriegen. Weil Hyperbälle wären einfach viel besser als Superbälle. Okay, Kundeninformation. Ja, schön. Gibt es hier Bälle? Gib mir Bälle. Technische Maschinen. Brauche ich ja mal so gar nicht. Nö, die haben einfach mal keine Hyperbälle. Da kommen ich um insgesamt 10 Bälle und wenn es da nichts wird, dann... Ja. Muss das Relax halt verrecken. Den Pokédex vollständig gemacht habe ich eh noch nie. Weil ich finde das einfach viel zu viel Arbeit. Glurak fliegen. Wir können auch eigentlich von Oranje City daran. Dann müssen wir nicht wieder bei den ganzen Anglern vorbei. Außerdem waren wir hier schon länger nicht mehr. Und es sieht auch recht schön aus, muss ich sagen. Ja, Quatsch, aber auf jeden Fall kann man hier genauso lang. Und da hauen wir uns erstmal einen Pokémon an den Hals. Geil. Ein Traumato. Ach genau, aus dem Stein haben wir ja schon das Item geholt, meine ich. Aber ganz ehrlich, ne? Die Pokémon, die regen mir gerade ein bisschen auf. Das liegt einfach daran, dass ich hier nicht vernünftig rumfahre. Ich komme mit dem Fahrrad einfach nicht klar, da bin ich immer viel zu schnell mit. Zu voreilig. Okay. Die Pokéflöte spielen? Ja. Live spielt die Pokéflöte. Bei solchen Tönen würde ich aber auch aufwachen. Es ist brummig und greift verschlafen an. Ganz schön mollig. Kugelsaat, was überhaupt nichts bringt. Echt heftig, wie es einfach mal gar nichts bringt. Wie er jetzt erstmal Gena einsetzt. Ich werde ein anderes Pokémon aussenden. Und zwar Razzaf. Damit Gifloor nicht einschläft. Boah, Schnarcher, ey. Das hätte ich aber richtig schlimm gefunden. Fußkick. Das macht ordentlich Schaden. Okay, das war zu viel Schaden. Was soll's? Hier rennt ja noch irgendwo ein anderes rum. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es geht und läuft die Berge zurück. In die Berge zurück. Wo sind ja Berge? Kann mir das mal jemand erklären? Warte mal, gab es hier nicht eigentlich auch noch eine Route, wo man hin konnte, wenn man es Schneid eingesetzt hat? Oder war das weiter unten? Kann auch sein, dass es weiter unten war. Ach, hier ist das Haus mit dem Angler. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe diesen Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ja, natürlich. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Leif erhält eine super Angel. Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun ziehe los, um den großen Fang zu landen.
Ich habe eine Bitte. Fängst du mit dieser Angel ein großes Carpador? Ich möchte es sehen. Möchte ich es sehen? Keine Ahnung, wie das da stand. Meine Liebe zum Angeln steht meiner Liebe für große Carpador in nichts nach. Ja, Carpador einfach mal durch ein anderes Wort einsetzen und er klingt schwul. Nicht, dass ich was gegen Homosexualität hätte, aber... Das macht das Ganze einfach viel lustiger. Ja, was packen wir nach vorne? Lass Rasse auf. Elektrizität ist meine Stärke. Eine Herausforderung von Rocker Saver. Ein Voltoball. Ach ja, die haben ja gar kein Geschlecht. Stimmt, ja. Geowurf. Verdammter Kreideschrei. Next. Als nächstes wird Elektroball eingesetzt. Nein, ich werde das Pokémon nicht wechseln. Ich werde das Mikro nochmal eben besser ausrichten. Ich werde gerade so ein bisschen nach unten geklemmt. Geschwenkt, wollte ich sagen. Und ich muss trinken, Schluck trinken. So. Geowurf und jetzt mal einen Karateschlag. Meine Stimme versagt schon wieder. Ich bin einfach immer noch heiser. Sturmkreis, Stromberg. Und im Büro. Stromkreis unterbrochen. Live gewinnt Money. Ah, hier ist es doch. Monobraue. Es sieht echt so aus, als hätte er einfach noch seine Monobraue oben auf der Mütze. Und diese Gegner erinnern mich immer an Luigi. Besitzt du einen Mondstein? Ja, und ich schätze mal gleich noch einen, weil ich mal schätze, dass da einer liegt. Wenn er schon so kommt. Ach nee, weil er Nidoran männlich hat. Oh. Dann müsste er aber auch noch einen Nidorino haben. Sonst wäre das ziemlich unnötig. Ja, auch mal eine Idee, könnten wir Nidoking oder Nidoqueen gebrauchen? Sag mir mal irgendwie, welche Pokémon ich aus dem Team werfen könnte und dafür andere Pokémon reinmachen könnte. Das wäre voll nicht schlecht. Karateschlag. Nein! Verdammt. Ich werde das Pokémon wechseln, weil ich einfach nicht durch die Vergiftung irgendwie hier krepieren möchte oder so. Drachenwut. Einfach, weil wir es können. Bam. Konatak hat eine ähnliche Animation, ist mir gerade aufgefallen. So ähnlich wie diese Feuer Dingens, die auf dem Boden dann erscheinen nach Drachenwut. Aua. Live gewinnt Money. Ah, Eisen, okay.
einfach mal ein Stück Eisen gefunden. Hypertrank, Stern, was Sternstaub denn? Ach, kann man verkaufen. Supertrank mal eben hier für Razaf. Und ein Gegengift auf jeden Fall. Und die Katze sackt jetzt hier draußen rum. Die ist einfach gerade derbe am Abgehen und mautzt hier alles tot. Schätz mal, die hat Hunger. Obwohl, das könnte eigentlich nicht. Der will wahrscheinlich einfach nur raus. Weil was zu essen hatte der vor, keine Ahnung, 2-3 Stunden. Angler Ansgar. Oh, und der hat ein übermächtiges Kaperdorf Level 24. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Ach, verdammt. Er ist am Leben geblieben und hat Platscher eingesetzt, dann wäre ich wahrscheinlich tot. Das ist ja auch mal heftig. Als nächstes wird Kaperdor eingesetzt. Man kriegt einfach keine EP für diese Kaperdor. Das ist einfach nur nervig. Die nächste Schockwelle. Aber theoretisch ist das Kaperdor das übermächtigste Pokémon überhaupt. Weil das einfach mal die kompletten Meere besiedelt. Und Flüsse und sowieso alles. Und wenn einfach alle gleichzeitig Platscher einsetzen würden, dann würde nicht nichts geschehen. Sondern es würde einfach alles überschwemmt werden. Und da schon wieder die nächste Trainerin. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Carbon? Carbon? Carbon heißt es doch, glaube ich, ne? Wird doch, glaube ich, auch in einer Raumfahrt benutzt, Carbon. Ich meine mal, irgendwie sowas gehört zu haben. Als nächstes wird Crapsel eingesetzt. Wir werden das Pokémon nicht wechseln, weil wir so ein echter harter Gangster sind. Einfach mal alles mit Blitzer hier weghauen. Obwohl ich gleich auch mal auf Gifloor wechseln könnte. Wird Seepair eingesetzt. Ah, da wechseln wir jetzt mal auf Gifloor. Absorber. Ganz klare Sache. Einfach weil es auch gereicht hat. Ich habe es vermasselt. Live gewinnt Money! Nö. Oh nee, das ist doch... Nee. Nee. Nein. Ja, der Part ist eh gerade voll. Ich werde jetzt speichern. Ich sag mal, ne? Haut rein und vergesst das nicht das Video zu bewerten. Also, bewertet das Video. Bitte. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.